Du weißt, dass Vater Ford dort unten ist. Du musst ihn sehen. Doch nicht einmal ein Schloss gibt es auf dieser Seite. Wie willst du die stählerne Kette aufbrechen? Mann, Alter, wie schnell soll man diesen Text lesen? Gebt euch das mal. Also, ich schaff's leider nicht. Sorry. So, alle zu. Okay, wir kommen da nicht hin. Gibt's nicht mal ein Schloss. Wie kriegen wir jetzt diese Kette auf? Was? 10. Oktober 1917. Es ist alles vorbei. Alles. Okay, wo kommt die Musik her? Und die Zettel. 13. Oktober 1917. Ich habe angeordnet, dass unsere Fabriken die Kampfmittel- und Waffenproduktion umgehend einstellen. Grubert weigert sich. Er nennt es Verrat. Okay, ist das große Zimmer. Hier ist nochmal das schöne Bild unseres Vaters. Oh, okay, alles klar. Der Garten ist offen. Jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Irgendwie, was? Ich sehe noch nicht mal die andere Wand. Also cool, wenn man sowas hat, wirklich. Aber das ist, hier brauchst du ja Teams für die Pflege. Teams! Ah, das Gärtnern überlässt er den anderen. Ja, okay, alles klar. Also mit Technik können wir nicht, mit Pflanzen können wir nicht. Vielleicht sind wir ein guter Koch oder so. Wer weiß. Früher gab es eine Figur auf dem Springbrunnen. Ja, okay, vielleicht finden wir die noch. Dann schauen wir mal. Was haben wir hier? Oh, eine Lampe. Schön. Ach, die Yucca-Palme sieht aber auch super aus heute hier. So, den tatsächlich ist der Raum, der in den botanischen Gärten in Berlin ist, nicht so groß. Der ist sogar kleiner noch. So, der Brunnen ist älter als das Haus. Als Kind dachtest du immer, dass sich in der Tiefe eine Hexe versteckt. Doch Mutter wollte nie, dass du hineinschaust. Nun weißt du ganz sicher, dass sich die alte Hexe im Brunnen versteckt. Oh Gott. Schön, dass wir das jetzt ganz sicher wissen. Schön. So, der Text wird uns auf ewig verfolgen? Nein, danke. Naja, hier kann man natürlich geil malen an der Ecke, ne? Also, das Klima wird hier 2000% Luftfeuchtigkeit haben. Aber... ich hätte Bock drauf. Okay, gut. Kann ich hier durch? Ja, genau. Einmal schön über die Pflanzen latschen. Und nehmen wir hier mal rein. Ist denn nur der Rechen? Zack. Aufschwung. 3. März 1915. Herr Generaldirektor von Schmidt. Die Erforschung und Produktion von Kampfmitteln haben unser Unternehmen endlich den lang erhofften Aufschwung gegeben. Wir haben die Zahl der für uns tätigen Chemikanten erhöht und weitere Fertigungsstellen eingerichtet. Ich denke, Ihr Vater, Herr Vater, wäre sehr stolz gewesen, dass sich nun gerade der Dienst für den Sieg des Vaterlandes als so lohnend erweist. Robert, stellvertretender Direktor, Farbenfabrikant Karl von Schmidt und Co. Berlin. Ah, hier hat er also so ein bisschen die Breaking Bad. Verstehe. Was ist das hier für eine komische Flüssigkeit? Auf dem Etikett Schwefelsäure. Schön. Damit kriegen wir die Kette auf wahrscheinlich. Salzsäure. Zur Erzeugung von Salzsäure mische unter Hitze Kochsalz und Schwefelsäure, bis es kocht. Okay, gut. Wir müssen also doch noch ein bisschen... Oh, ist das... Das Gesicht der Statue sieht aus, als sei es weggefressen worden. Mhm. Du hast die Erlösung in Händen. Den Schlüssel zu allem. Omega zwischen Rot und Blau. Omega, zwischen Rot und Blau, wahrscheinlich in der Bibliothek, ne? Da waren ja irgendwie alle Schränke
Salz. Haben wir doch eigentlich alles, wa? Keine Ahnung, ob das jetzt gut ist. So, na denn, dreh das Ventil in die richtige Richtung. Ach so, in die richtige Richtung. So was, so ein alter Chemiker wie mir kannst du nicht vormachen. Hör mal. So, nehmen wir. Salzsäure. Wunderbar, das ging einfacher als gedacht. So, also Omega zwischen Blau und Rot. Oder zwischen Rot und Blau. Ich würde es gerne mal testen. Also wir müssen zwar, der nächste Step wird jetzt in den Keller runter sein, aber vorher würde ich gerne mal nochmal ganz kurz das Omega-Schränkchen aufsuchen. Großvater, ich bin es. Johannes. Höre. Schelm, hier ist Omega. Zwischen Rot und Blau. Vitrinenschlüssel, ja. Der kleine Vitrinenschlüssel war in einem Tagebuch versteckt. Nehmen. 10. August 1917. Ich habe sie. Die Formel, die uns zum Sieg verhelfen wird. Eine Säure, die gegnerische Panzerwaffen zersetzen kann. Der Panzerfresser. Seid ihr echt seltsam? Eisen und Stahl haben dieser Säure nichts entgegenzusetzen. Eine Waffe noch effektiver als unsere neuen Maskenbrecher-Kampfmittel. Die Formel liegt sicher im Tresor. Geschützt von dem Andenken an meinen Herrn Vater. Geschützt von dem Andenken. Gut, ja, das wird es gewesen sein, das Buch. Na, wahrscheinlich hier, ne, oder? Geschützt von dem Andenken. Götter sind wir. Aber das Feuer. Das Feuer. Weltenbrand. Der Tod. Der Götter. Unser Tod. So, okay. Leider nichts. Ah, Pfeife, sie ist warm. Der schwere, würzige Duft von Vaters Pfeifenrauch hängt immer noch in der Luft. It's from the bone. Moment, warte mal, hier vorne war doch die Vitrine. Genau, hier war auch das Horn drin. Und das Horn für die Gazelle. Perfekt, und noch was zu lesen, endlich! 26. August 1916. Ich hatte einen seltsamen Traum. Wie damals habe ich Vater zu meinem 32. Geburtstag in Afrika besucht. Wie damals habe ich die Gazelle geschossen. Ich weiß noch, wie anerkennend Vater damals genickt hat. Meine erste und einzige weite Reise. In meinem Traum aber war ich plötzlich wieder Kind. Mein Bein war nicht steif und krank. Endlich konnte ich mit Vater reiten. Wir sind quer über die ganze Welt geritten. Von Afrika bis China bis nach Amerika. Er war stolz auf mich. Wie oft erzählte er mir, dass Mann und Pferd im Kampfe zu einer Einheit verschmelzen müssen. Doch ich konnte nie mit Vater reiten. Nie konnte ich es lernen. Ich weiß, was für eine Enttäuschung ich für ihn war. Schon seit meiner Geburt. Wenn ich selbst nur an die Front ziehen könnte. Doch das verfluchte Bein will nicht. Es wollte nie. Ach Gott, nee. So, hier ist noch der Fetisch. Der Gute.
Ein wunderschön, wunderschön. Das wird jeder haben. So, na dann würde ich sagen, achso, hoppala, wir müssen ja zur Gazelle. Der ist safe. Da ist er. Der ist safe. Und wir kennen die Kombination aber nicht. Wir haben noch keine Kombination bekommen, ne? Nee. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Keller runter, weil eventuell finden wir dort vielleicht eine Kombination. Ich hoffe nicht, dass das jetzt hier irgendein Datum war von irgendeinem Zettel. Das wär doof. So. Nö. Warum denn nicht? Mann, Salzsäure wäre doch perfekt, Alter. Okay, okay. Na, dann können wir die Salzsäure am Safe benutzen? Was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Ich dachte, damit können wir schön die Ketten aufmachen. Asche zu Asche. Ruhe und Frieden, großer General. ...1908. So, also... ...eins... Oh, lässt sich das mies drehen. Du hast den Tresor geöffnet. Yeah! So, meine Güte, ist das Ding schwer. Oh. Junge! er verweigert sich mir. Doch aus dem Grabe stänkert mich mein Opa. Zur Erzeugung des eisenzersetzenden Panzerfressers muss die beiliegende, vorbereitete chemische Mischung, ich habe sie Wilhelmswasser getauft, im Verhältnis 3:1 mit Salzsäure verbunden werden. 3/4 Wilhelmswasser auf 1/4 Salzsäure. Nur reine Salzsäure und das exakte Mischverhältnis resultieren in Panzerfressersäure. Sie wird alles verändern. Schön, und haben wir jetzt hier irgendwie... Wilhelmswasser. Alles klar. So, dann nehmen wir jetzt mal wieder zu unserem Walter White Gedächtnis Chemiebaukasten und mischen ein wenig Panzerfresser zusammen. So, das wäre geil, wenn Benny für das Video jetzt hier irgendwie die Breaking Bad Musik einspielt. So. So, hier, zack. Wilhelms Wasser und Säure. Und wir sagen... Der Bunsenbrenner. Benutze den Hebel, um in der mittleren Gasbehälter zu füllen. Wenn du glaubst, dass du das richtige Verhältnis gefunden hast, zieh den mittleren Hebel, um Chemikalien zu mischen. So, okay. Du sollst hier jetzt erstmal... Ah, oh, warte mal. Eins. Zwei. Drei. Und hier ein Viertel, mein Freund. So, na denn. War doch 3:1. Das ist ja, blau ist ja die Salzsäure. Und jetzt. Tada! Panzerfressersäure. Es heißt, die Säure kann Metall zersetzen. Sie riecht seltsam. Schmeckt auch komisch. Fast kannst du sie auf der Zunge schmecken. Oh, na, das ist nicht gut, Alter. So, na dann. Und machen wir mal einen Test.
Schade. Na gut, denn hoffentlich können wir damit jetzt die Ketten wegbrutzeln. Von tritt ich nochmal hier ein bisschen auf die Pflanzen rum hier. So. The moment of truth. Schöne Vierecke-Pixel. Und wir sind im Keller. Und ich möchte definitiv schon gleich wieder nicht mehr im Keller sein, wenn ich das so sehe hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vater? Ach, fliegende Ratte. Was soll das? Kriegt euch doch mal ein. Was? Opa? Vater ist hier. Na super, schön. Okay. Okay, sollte das so sein? Ja, es sollte so sein. Niemandsland. Ah. Wir hätten uns jetzt wahrscheinlich auch nicht anschleichen können, ne? Nee, wahrscheinlich. Oh! Unangenehmer Ton. Sehr, sehr unangenehmer Ton. So, und der hier findet einen Weg übers Niemandsland und weiche dabei den Gaswolken aus. Ah, toll. Ach du Scheiße, Alter. Okay. Also die Fahnen geben uns einen Indikator darauf, wann der Wind weht. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, scheiße, 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 Mann. Oh, shit. I'm fucked. Ey, du rennst hier durch ein scheiß Feld mit Gas, ey. Oh, oh, wir husten, wir husten. Husten is not good. So, komm, wir gehen mal hier hin. Vielleicht ist dieser brennende Wagen ganz bestimmt sicher. Oh, doch, die arme Sau, komm, ich helf dir. Kumpel! Oh, Scheiße! Ah, François Fournier! Kumpel, ich sag deiner Familie, dass du sie geliebt hast. Oh! Ja! Oh, Scheiße! Schnell, schnell, schnell. Luft anhalten. Ich meine, Säure. Was will man Luft anhalten? Jetzt vergessen. Oh Mann. Oh Mann, 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 Mann. Ja, okay. Gut. Wir können wieder nach links und nach rechts. Können uns wieder verstecken. Schön eingemuckelt. Sind wir eigentlich immer im gleichen Graben? Das Lied von Chrono. Nach 8 Tagen ist der Urlaub nun um und wir kehren an unsere Gräben zurück. Unser Platz hier ist sehr wichtig, denn ohne uns wäre diese Stellung verloren. Aber damit ist Schluss. Wir haben genug. Niemand hier will mehr marschieren. Mit schweren Herzen, ja, und unter Tränen
winken wir zum Abschied denen in Zivil. Ohne Trommeln für uns und ohne Trompeten ziehen wir nach dort oben. Ziehen mit gesenktem Haupt. Leb wohl, Leben. Leb wohl, Liebe. Leb wohl, all ihr Frauen. Es ist vorbei. Für uns ist es vorbei. Dieser schändliche Krieg. Dort in Krono. Auf dem Plateau. Das sollen wir endlich sterben. Weil sie uns dazu verdammt haben. Wir sind diejenigen, die sie opfern. Ganz, ganz tolles Lied, Gedicht. Muss man sagen, ich, warte mal, vielleicht doch noch mal kurz in die andere Richtung? Bin immer so unsicher, also das ist halt... So, gehen wir vielleicht hier lang, wo man sich durchhacken muss. Hier ist ja auch viel dunkler. Und einmal durch. Ach, wieder zu lesen, wunderbar. Gasangriff. Also wir sind jetzt in den französischen Gräben anscheinend. Meine Kameraden sind weg. All das Gas von den Deutschen kam, haben sich die Masken vom Gesicht gerissen. Sie haben geschrien, als es ihnen die Lungen verätzte. Wie Schweine auf der Schlachtbank. Sie sind alle verreckt. Jetzt ist es, als wären sie nie da gewesen. Schmördermörde. Jetzt ist es, als wären sie nie da gewesen. Ich habe die Maske aufbehalten, aber ich kann kaum atmen. Gott hilf mir. So, und hier haben wir Erkennungsmarke von Oscar Hervé. Und ein Foto. Meine liebe Yvonne, ich zähle die Tage, bis wir uns wiedersehen. Hier ist es nicht so schlimm. Glaube nicht den Geschichten, die du hörst. Viel Lärm um nichts und bald ist es auch vorbei. Ich spiele immer unser Lied. Also seid tapfer, bleibt tapfer und ich bleibe es auch. Für unseren kleinen Lockenkopf. Küss dir von mir. In Liebe, dein Oscar. Ja, du willst ja natürlich auch nicht deine Familie beunruhigen, wa? Also lügst du. Carl Junot aus Bresse. Aus Bresse. Brü. Figur, ein Hahn aus Holz. Wahrscheinlich hat ein französischer Soldat die Figur geschnitzt. Ja, der Scheiß ist so sinnlos, Mann, Alter. Oh. Die Puppe starte ich an mit stechendem Blick. Ah. Schmerzensmutter. Ja, gut, dass wir nochmal hier waren. Den können wir jetzt auch hier getrost weiterlaufen. Zack. Nein, wir stecken fest. Weiter geht's. Was? Wien? Was ist passiert? Ich habe Stacheldraht gerade verhakelt. So, und jetzt werden wahrscheinlich die Verstecke auch relevanter werden irgendwie, wenn... Oh, ist hier Gas drum? Warum? Wieso? Jetzt, wir werden bestimmt die Jagd durch die Gräben. Wie Spitzhacke haben. So, können wir uns hier durchflanken? No. Mon Dieu. Aber ihr. So, die Feldbetten sind immer Speicherstände, also Checkpoints. So. Okay. Stampfen und schreien. Ich höre das Geräusch. Ein Stampfen und Schreien. Es wird jede Nacht schlimmer. Ist das nicht der Feind? Er kommt von unten. Aus der Erde. Age of Rome. Und hindurch. Heide, Witzka. Oh. Ach nee, Alter. Oh, okay, wir müssen uns die Maske von ihm holen. Oh, was das? Das geht schief. Scheiße. Gasschutzmaske von 1917. Die Gasmaske verfügt über einen extra starken Filter, der auch den Maskenbrecherkomponenten deutscher Kampfstoffe widerstehen sollte.
So, na dann setz mal auf das Ziel. Nein, Weg, geh mal hier hin. Da findet er mich nicht. Okay, hat er wirklich nicht. Ja, Krieg bleibt immer gleich. Astreines Fallout 4 Zitat. Ah, die hat sich nicht so ernst gesund angehört. Das war jetzt ja schön schlimm, Alter. Oh Gott. Oh Gott. So, na denn. Guten Morgen, Sonnenschein. So, setzt er die Maske da vorne sofort, also einständig auf, oder? Oh, soll ich einfach erstmal rennenlaufen. Oh, fuck. Ja, mit G. Oh, Mist, Alter. Ich geh mal hier hin. Oh nein, er nimmt die denn ab? Schnapp! Nimm's auf! Okay, das ist natürlich blöd. Das ist natürlich richtig doof. So, leg mal hier lang. Oh no, Alter. Wir kommen von hier, ne? Ja, wir kommen von hier. Ja, jetzt ist die große Frage, ne? Laufen wir jetzt eher hier vorne rechts lang? Oder gehen wir den Weg zurück, von dem wir gekommen sind? Ich bin gerade ein bisschen unschlüssig. Vielleicht gehen wir doch eher durch die Minen von Moria. Ah, können wir nicht. Ah, erstmal zurück. Okay, gut, dann. Alles klar, Oma, wenn du sagst, wir müssen erstmal zurück, dann gehen wir jetzt erstmal zurück. Schauen, ob da noch was ist. Echt jetzt? Du willst looten? So, ich weiß ja nicht, ob ihr so ein Ding schon mal aufhattet irgendwie, aber du kriegst halt einfach gefühlt keine Luft unter diesen Dingern. Und so wie er sich schon anhört, irgendwie ist das halt, das ist, du kannst halt einfach nicht richtig atmen, Mann. Sehr unangenehm. Und wir kommen ja nicht mehr richtig zurück. Wir kommen gar nicht mehr richtig zurück, verdammte Axt. Wir sind ja hier runtergefallen. Hm, okay, verstehe. Ist mir jetzt gerade entfallen, dass wir in den Gram gestürzt sind. Wir sind ja nicht irgendwo rumgelaufen. Na egal, okay. Ach Mann, ey. Häng hier, vielleicht nur so ein bisschen so an meinem Kopf am Stacheldraht hängen. So, okay. Weiter geht's. So, ihr Lieben, und wenn ihr denn neu auf dem Kanal seid, tut mir doch bitte den Gefallen, lasst doch bitte ein Follow da. Helft uns ein bisschen zu wachsen. Das wäre total lieb von euch. So, da vorne ein Candlelight-Dinner für uns. Maybe. Sie kommen. Heute Nacht habe ich einen Traum gehabt. Jetzt weiß ich, was diese gigantischen brennenden Kreaturen sind. Sie sind die gefallenen Soldaten und ihre Kriegsrüstung aus alter Zeit. Wir haben ihre Ruhe gestört. Sie kommen. Bald müssen wir mit ihnen retten. Herr Overlord. Ach, das sind brennende Fußabdrücke. Das, oh, no, no, no. Gräben. Oh. Oh. Eieiei. Es ist also doch kein Zufall gewesen, dass ausgerechnet er zum Kompanieführer gemacht wurde. Der frisch gebackene Leutnant.
Vater hat es gestanden, als ich in Berlin war. Er hat Kontakte in der Heeresleitung spielen lassen. Das kommt jetzt nicht so überraschend. So, jetzt erstmal, setz die mal auf, lieber. Wer weiß. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, komm, einmal kurz hier reingehen. Hier waren wir doch schon mal drinnen. Ich muss jetzt wirklich aufpassen, dass ich jetzt hier nicht an irgendeinem Stacheldraht hängenbleibe oder so. Oh, na, die Wische kannst du, die ist am Arsch. Die kannst du feiern, die kannst du nochmal waschen. Tod. Und du lebst. Das ist alles, was zählt. Ja. Alter. Okay, okay, okay. Warum wird das hier immer... Ich darf nicht so lange in der Säure bleiben, oder was? In Gas? Ach nee, muss er abnehmen. Verstehe, verstehe. Oh, das ist... Oh nee, darfst du nicht abnehmen. Ich sehe einfach einen Scheiß, Mann. Ich sehe gar nichts. So, wo jetzt hier lang? Ach, okay, ist einfach nur ein Dogtag. Franz Fromm. Ach, aus Dahlen, Westerburg. Der gute Franz Fromm. Oh, komplett verschüttet worden. So, gib mal Gas. Also, bescheuert das. So. Zieht sich diese Sicht immer weiter zu? Also, ja, tut sie, aber haben wir irgendwann einen Punkt, wo wir halt einfach sterben? Oder ist das jetzt einfach bloß Sichthindernis? Boah, Alter, das ist ja gar nichts mehr. Was? Achso, Lappen. Das ist einfach von Lappen erschrocken gerade. Boah, ist das mies. Okay, warum... Kommt wirklich hier irgendwann ein Punkt, wo wir sterben können, trotz Maske? Das, hört ihr das? Beim Ausatmen diese... Das ist wirklich so, du hast vorne so eine Gummimembran drin. Und das hört sich wirklich so an, wenn du ausatmest, hast du wirklich diese... Puh. Krass. Krasses Detail. Unheimlich.